Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider Anniversary und ihr seht ja gerade, ich habe es zum Tor von Atlas geschafft. Ich bin von ganz oben einfach nach rechts runtergesprungen. Sie hat zwar ein bisschen Energie dabei verloren, es wird also nicht der schnellste und sanfteste Weg, der schnellste vielleicht schon, aber nicht der sanfteste Weg gewesen sein, aber es hat geklappt, dass ich dann da runtergerutscht bin, hier rechts runter und zack war ich da, also von ganz oben. Sind wir immerhin schon mal jetzt bei Atlas, also los geht's. Beschäftigen wir uns mal damit, hier den Schlüssel zu kriegen. Und immer dieser Türmechanismus hier. Komisch, dass die anderen nie aufgehen. Aha. Das war ja sehr toll. Was hat es denn hier mit denen auf sich? Warum? Aha, ich sehe schon. Da kann man dann vielleicht an die Stange sich hangeln. Ist ja auch egal. Wow, okay. Seht ihr das da hinten? Sieht verdammt cool aus. So von Atlas mit dem... mit der Kugel, die er hält. Echt cool. So, und jetzt nehme ich mal an, dass wir hier genau das drehen können. Was passiert dann? Lässt er sie dann los und die kommt auf uns zugerollt? Oder drehen wir denn in die richtige Richtung? Ja, anscheinend schon. Ja. Ach, dann geht das zu. Okay. Was mache ich dann jetzt? Oh oh. Aha. Okay. Ja. Ich bin gesprungen, aber ich glaube, sie kann dann gar nicht mehr darüber springen, weil dann der Graben wie jetzt viel zu weit ist. Wobei, wenn sie da rüber springt... Aber ich glaube nicht, dass sie sich da festhalten kann. Das Ding ist, dass es da rechts ja auch eine Möglichkeit gab, hochzuspringen. Aber aus der Perspektive von vorne, wie die Kamera kommt, finde ich das gerade noch ein bisschen schwer einzuschätzen, wie ich das schaffen soll. Soll sie über den Graben und sich da festhalten an der Kante? Man sieht ja, da ist eine. Oder soll sie hier schnell rechts rüber? Ich blick da noch nicht durch. Ich glaube, der Hebel ist eigentlich nur dafür da, jetzt schnell. Wenn ich mich jetzt hier so... Aha. Es macht mir schon ein bisschen Angst hier. Holen wir uns mal erstmal hier die Muni, ne? Ich meine, wenn sie jetzt hier schnell so... Und dann so darüber. Natürlich nicht so lange warten. Zerquetscht mich die Kugel, wenn sie hier so hängt? Ich habe keine Ahnung. Und kann ich den Hebel auch jetzt schon drücken? Oh, schön. Ja, kann ich. Aha. Ah, das ist vielleicht etwas effektiver für den Plan. Und ich sehe auf der anderen Seite jetzt auch noch mehr. Kannst du das nicht einfach jetzt schon einballern? Das wäre natürlich viel angenehmer. Wie komme ich denn darüber? Auf die Seite? Damit man sich die tollen Secrets-Sachen da holen kann. Schafft man den Sprung von hier denn? Nö, das ist viel zu weit. Verliert sie auch nur Energie? Ich will die Kugel noch nicht runterholen. Ich will das jetzt hier schon erstmal checken. Kann man die vielleicht jetzt schon, weil die Stange draußen ist, sich holen? Also es ist klar, dass ich dahin springe, wenn die dann kommt. Aber wie kommt man hier rüber und kann sich das holen? Das ist ja mal interessant gemacht hier. Kannst du hier an die Säule? Da ist ja auch ein Hebel. Oder das kann man erst danach machen. Also, dass man nochmal dann zurückgeht, wenn man das hier schon gemacht hat.
Naja, probieren wir es einfach mal aus. Oh! Ich dachte, ich kann da bleiben. Entschuldigung. Ah, das ist ja doof. Ich kann da gar nicht bleiben. Ich dachte, ich kann da einfach hängen bleiben. Das hat nicht so funktioniert. Habe ich die... Warte mal. Die Stange ist schon da. Okay, gut. Nochmal. Ach so, sie kommt schon. Okay. Und die Musik nicht? Cool. Ich hab's geschafft. Die machen wir hier wieder zu. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Ah, dadurch, dass die Kugel jetzt da war, kann man jetzt hier auch hoch. Okay. Secret. Yay. Oh. Mhm. Okay, gefunden Schlüssel von Atlas. So soll es sein. Da oben kann man nicht mehr hin. Schade. Die kann man auch nicht mehr einschießen jetzt. Da wird nichts mehr sein. Hier gab es jetzt auch schon ein Versteck, was man gelöst hat. Ist also nicht mehr nötig. Muss ich jetzt aber nochmal das Ding hier runterholen, weil die Stange ist irgendwie weg. Ich weiß auch gerade gar nicht genau, was ich mit dem anderen Hebel gemacht habe, aber ich glaube, ich habe damit diese Pfeilspitzen weggemacht mit dem anderen Hebel. Ich bräuchte aber den hier halt eigentlich nochmal. Hä? So, und wie komme ich dann bitte ohne Stange hier wieder rüber, Leute? Pech für immer, oder was? Ich werde jetzt hier für immer festsetzen, weil ich ein Secret geholt habe. Ist ja komisch. Wieso sind die Stangen denn jetzt weg? Wie soll ich da denn dann rüberkommen? Muss ich denn hier runter? Also ist das irgendwie vielleicht Sinn der Sache oder so? Ein Kontrollpunkt. Ich kann den Hebel nicht mehr benutzen. Die Stangen sind weg. Das ist ja komisch. Kann ich den Hebel vielleicht nochmal benutzen? Irgendwie? Ach, den Hebel kann ich nochmal benutzen. Ah, okay. Ah, alles klar. Okay, das geht nur ganz kurz und dann hat man es geschafft. Alles klar. Ich habe immer Angst hier, wenn ich um die Ecken komme, dass doch irgendwas auf mich zugelaufen kommt. Okay. Dreh dich um. Dann eben so. Anscheinend geht das Ding nämlich nicht von alleine runter. Man hat auch dieses Klock, Klock, Klock gar nicht gehört wie sonst. Und von daher haben wir den zweiten Schlüssel. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, und es ging ziemlich schnell eigentlich. Ah, jetzt kommt Opa Atlas das Ding raus. Okay. Ja, alles klar. Die kommen immer erst danach raus. Und ich denke immer, die müssen vorher rauskommen, damit man hier überhaupt hinkommt. Ach, das ist natürlich dann... Gut, wir hatten Poseidon und wir haben Atlas. Was nehmen wir dann als nächstes? Und wie kommen wir dahin? Kannst auch ein ganzes Magazin draufballern, aber es scheint irgendwie nicht zu gehen.
Hier, zu ihm könnten wir ja mal, zu Hephaistos. Anscheinend müssen wir dann von da rüber klettern. Moment. Hier so lang. Genau. Es ist so komisch hier. Vielleicht kommt das Ding ja auch noch raus oder so. Und hier möchte ich mich jetzt eigentlich mal runterfallen lassen. Und ich möchte eigentlich nicht sterben, aber man kann das ja immer nicht... Hältst du dich hier fest? Okay, sie hält sich da fest, aber sie hält sich nicht da fest. Warum hältst du dich hier nicht fest? Doch, sie hält sich da fest. Okay, gut. Dann könnten wir das doch schaffen, oder? Oder? Genau, dann hier so um die Ecke. Rollst du dich da rüber. Mhm. Und schwupps ist man beim nächsten. Jetzt sind wir bei ihm hier. Ach, das geht ja ganz gut voran. Zwei Götter pro Part, das muss ja auch mal gehen hier, zwei Hallen. Ich habe mich hier zwei Parts viel zu lange aufgehalten. Das wollte ich ja gar nicht, wie gesagt. Ich höre so ein Geräusch wie Strom. Oh mein Gott. Warum schlägt denn das Tor auf einmal ein? Leute, erschreckt mich mal nicht so hier. Was ist denn los hier? Alles voll Schrott oder was? Voll krass. Stirbt sie erstmal hier weg durch diese Klappe. Heftig. Aber warum stirbt sie davon auch gleich? Ich meine, gut, wenn das direkt auf den Kopf schlägt, aber... Die kann doch so viel ab eigentlich. So, auf der anderen Seite. Ja, ich höre irgendwie so ein Stromgeräusch. Ein bisschen unangenehm. Okay. Jetzt haben wir die Quelle dieses merkwürdigen Geräuschs gehört. Alles klar. Hephaistos. Okay. Strom. Puh. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Alles klar. Keine gute Idee. Die, die hochkommen oder die, die runtergehen? Ja, am besten ich sterbe. Oder ich bin auf der richtigen Seite durch, keine Ahnung wie. Was mache ich jetzt? Ich habe nichts dagegen zu sterben. Eigentlich möchte ich natürlich den Mechanismus kapieren. Aber wenn man hier ganz schnell rüberspringt, geht's ja auch, ne? Kann man hier vielleicht klettern? Warte, ich sterb mal eben. Die, die oben sind, ne? Davon stirbt sie. Ja, ich glaube, die, die oben sind. Und die, die unten sind, sind sicher. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und vor allem, wo soll ich hin? Vielleicht muss ich das nach einer bestimmten Reihenfolge machen. Ah, dann passiert aber auch was. Die unten sind. Alles klar. So, jetzt bin ich auf der Seite. Aber was hat mir das gebracht? Irgendwas muss ich machen können. Und sie guckt da auch so hin, natürlich, weil da ist der Schlüssel, den wir haben wollen. Hm. Schön, dass mir nichts passiert. Aber was ist der Zweck hier? Was ist mit diesen Dingern hier? Die sind nämlich immer... Ah, das ist ein Schalter, ne? Warte. So. Haha. Ja, ja, aber ich hab's geschafft. Beeil dich mal lieber hier. Wuhu!
Finde ich voll gut. Da waren nämlich Schalter, wie man da auf alle raufgeht. Und die, die unten sind, tun einem nichts. Das ist ja eigentlich vom Prinzip hier gar nicht mal so schwer. Eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, dass ich so unwissend hier mal rangehe. Dann sieht man auch immer mal, wie sie sterben kann. Das macht das Ganze, finde ich ehrlich gesagt, noch spannender. Kann ich das hier bewegen? Ja. Vielleicht in diese Öffnung rein? So. Mhm. Alles klar. Die Kiste vielleicht eher dahin? Statt uns? Mit der Hammer vielleicht eher darauf geht und nicht auf uns? Wäre vielleicht ein bisschen netter, oder? Aber dass ich die Kiste immer so drehen muss, so nervig. Jetzt schieb sie doch einfach rein. Ui, okay. Aha. So, wo ist das andere Loch? Da. Am besten drehen wir die vielleicht dann auch zu diesen komischen Dingern hin. So. Du dahin. Du dahin. So. Guckt ihr da alles schön hin. Mir fehlt aber noch einer. Und sie schaut sich hier dieses Bild an. Das warnt einen ja auch schon vor dem Hammer sozusagen, aber naja. Vielleicht brauche ich den Hammer ja auch, um da hochzukommen, oder? Ich kann mich hier... Nee, da kann sie sich nicht hochklettern. Das ist natürlich doof. Muss ich den dann doch nochmal holen? Aber die Kiste ist ja weg. Das geht ja dann gar nicht, oder? So, und jetzt schnell rauf. Kannst du, oder? Da irgendwie... Ja, kannst du sogar. Ein bisschen schneller. Puh. Okay. Bin ich auf der Seite? Braucht die Kiste, die da hinten steht. Sehe ich schon. Prima. In diesen Dingern sind immer... Und ich habe da hinten auch noch ein Medipack oder so gesehen, aber okay. Was hat sich jetzt hier getan? Kommt der jetzt nicht mehr runter? Doch, der kommt noch runter. Aha, aha. Uhu. Oh, ja, alles klar. Und wir haben den Schlüssel von Hephaistos. Okay. Haben geschafft, was wir schaffen wollten. Ich möchte aber nochmal auf die andere Seite. Hammer, komm mal runter. Ja, nun halt dich da doch mal fest. So doof. Hä? Warum hält sie sich da denn nicht fest? Kapier ich nicht. Vielleicht muss man im richtigen Moment, wenn das Ding hochspringt, da rankommen. Denn das sieht aus wie ein Artefakt. Das möchte ich eigentlich haben. Wenn man das im richtigen Moment macht, vielleicht? Keine Ahnung. Puh. Ja.
Das war aber jetzt... Was war denn das? Sie sagt dazu gar nichts. Hm. Hier war eine sehr fortschrittliche Kultur am Werk. Hm. Ja, da hast du wohl recht. Ja. Na gut. Ich glaube, wir haben alles, was wir wollten, ne? Oder ist da oben jetzt auch noch was gewesen? Hier, war da noch was? Oh, da ist sogar noch was. Ich glaub's nicht, ey. Ein Artefakt, alles klar. Ja, denn die Nische, die sah auch sehr verdächtig aus. Die Bilder möchte ich natürlich auch mal betrachten. Ist ja nicht so, als ob die mich nicht interessieren. Hier soll ein Tor aufgegangen sein oder so. Aber man kann sich doch auch einfach jetzt wieder einen Weg so zurückbahnen, oder? So. Weil das hier vielleicht wieder nicht geht oder so. Stürzt das jetzt auch ein? Ich habe ein bisschen Angst. Nee, das ist wieder so ein Klackerding. Alles klar. Hä? Ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt hier... Ob das hier wichtig ist, was ich hier mache. Ob ich hier rumklettere, aber ich weiß gar nicht, wozu. Kann ich jetzt einfach wieder zurück oder wozu war das gut? Ich glaube, das war vorhin gut, um da ranzukommen. Und ich erinnere mich gerade nur schon wieder nicht mehr. Okay, wir haben es geschafft. Atlas und Hephaistos. Jetzt fehlt uns noch Damokles, sehe ich gerade. Den hatten wir noch nicht. Nein, nein, nein. Oh, ja, ich sterbe einfach mal zum Ende des Parts. Macht ja nichts. Wir hatten einen Kontrollpunkt. Dafür sind die da. Und dann würde ich sagen, machen wir zuletzt dann Damokles. Ich glaube, dann haben wir alle. Ich schaue dann einfach mal wieder, wie ich mir da einen Weg hinbahnen kann. Aber irgendwie muss es ja was damit auf sich haben. Hier mit diesem Ding da und... Vielleicht auch mit den Kisten, die hier da unten sind. Auf jeden Fall ist es da unten. Da an dieses Tor wollen wir hinein. Und das mache ich im nächsten Part. Bis dann.